Hallo an alle und willkommen zurück zu Warframe. Ja, ich befinde mich hier heute mal in einer bisschen anderen Umgebung. Und zwar bin ich heute in den Ebenen von Eidolon. Und ich habe heute was, ja, ein bisschen anderes mal vor. Und zwar, kennen vielleicht viele von euch die Quills in den Ebenen von Eidolon, wo ihr auch die Verstärker für euren Operator herbekommt. Und da müssen wir Standing farmen, um logischerweise die ganzen, ja, Geräte und Amps zu bekommen. Und eine Möglichkeit davon wäre zum Beispiel, den Terralisten, den Eidolon-Terralisten zu killen. Allerdings ist es, ja, alleine jetzt nicht so wirklich einfach. Und einen passenden Squad zu finden, würden wir wahrscheinlich schon hinbekommen. Aber ich will das den anderen Leuten ehrlich gesagt nicht antun, dass ich da mit denen rumspiele und die eigentlich alles machen muss und ich nur nerv. Aber eine andere Möglichkeit gibt es natürlich auch noch. Und zwar besteht die darin, die Wombalisten zu töten, die immer in der Nacht spawnen und ja auch immer um den Eidolon-Terralisten rumlaufen. Deshalb bin ich jetzt gerade hier auf der Suche nach einem Eidolon-Terralisten. Wobei ich hier gerade leider aktuell keinen sehen kann. Was leider sehr schade ist. Doch da oben läuft eine Runde. Boom, perfekt. Und genau, wenn wir die Wombalisten killen, bekommen wir einen Sentinel-Kern, der gedroppt bekommt. Ich glaube, ein Intakter, soweit ich das richtig weiß. Und wie ihr hier auch seht, mache ich dem Terralisten so gut wie keinen Schaden mit meinem Operator. Deshalb macht es auch keinen Sinn, hier solo gegen den alleine zu kämpfen. Okay, jetzt geht's los. Er greift uns an, okay. Und hier unten sehen wir schon den ersten Wombalisten. Den killen wir einmal. Jetzt attackt er uns und boostet sich so nach vorne. Wir müssen jetzt versuchen, dass wir hinterherkommen und den mit dem Operator killen. Und damit haben wir schon unseren ersten, ach man, jetzt nerven die hier, unseren ersten intakten Sentient-Kern. Und die können wir dann nachher in Standing umformen, was ziemlich cool ist. Und was uns auch etwas hoffentlich nach vorne bringen wird. Bei dem Terralisten spawnt, soweit ich weiß, immer nur ein Wombalist. Also der wird sozusagen von dem Terralisten erzeugt. Wenn die random in der Welt rumspawnen, dann sind es meistens, glaube ich, immer zwei. Okay, er greift an. Perfekt. Und er macht auch immer recht gut Schaden. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier immer noch ein Wombalist spawnt. Da ist schon der nächste, perfekt. Wir könnten natürlich auch einfach in den Ebenen hier rumschauen und hoffen, dass wir Wombalisten finden. Aber da ist leider natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da welche finden. Oh shit, Alter. Nicht so hoch. Und er macht echt gut Damage, holy shit. Ich muss mich hier mal aus dem Radius rauskommen, aber das ist gerade irgendwie gar nicht so einfach. Ich nehme mal noch ein bisschen die Wurzeln und versuche mein Leben wieder hochzubekommen. Wobei es auch nicht so wirklich einfach ist. Rein theoretisch könnte ich mit der Furis auch hier gegen die schießen, aber ich glaube, vielleicht mache ich das auch gleich mal. Vielleicht versuche ich das gleich mal. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall schon gut Schaden bekommen. Aber ich denke, ihr versteht das Prinzip, wie man gut Standing Solo farmen kann bei den Quill. Natürlich geht es, glaube ich, wenn wir den Terralisten bekämpfen, um einiges schneller, weil wir da auch bessere Belohnungen bekommen. Wie, ja, zum Beispiel andere Sentient-Kerne, die besser sind und mehr Ansehen geben, wenn wir die eintauschen. Aber dafür sollte man im Squad sein und, ja, man findet vielleicht auch nicht immer den perfekten Squad, wobei das hier in Warframe, glaube ich, eher nicht so schwer sein sollte. Aber wer das Solo machen will, nebenher einfach, mache ich das immer sehr gerne, der kann die Methode hier anwenden. Die funktioniert auch perfekt. Und die Nacht geht ja immer eine Stunde lang. Das heißt, eigentlich hat man eine Stunde lang Zeit, die ganze Zeit mit dem Terralisten hier rumzulaufen, solange man hier im Solo ist und die Wombalisten zu killen. Oh, guck mal, hier sind sogar zwei Stück. Ist natürlich geil, wieso ich jetzt gerade die Waffe gewechselt habe, keine Ahnung.
Natürlich wäre das hier nochmal um einiges einfacher, wenn wir einen anderen Verstärker hätten. Aber trotzdem funktioniert es hier und wir müssen natürlich irgendwie das Standing bekommen, damit wir überhaupt anderen Verstärker bauen können. Deshalb ist das hier am Anfang auf jeden Fall die beste Variante. Weil ihr habt ja gesehen, ich mache einfach gegen den Terralisten so gut wie keinen Schaden mit meinem Operator. Deshalb wird es mal Zeit, dass wir das Standing farmen und uns einen neuen Verstärker holen. Okay, wir können mal... Ah, warte, den hier drüben holen wir noch. Ich wollte gerade sagen, es sind sogar zwei, perfekt. Wollte gerade sagen, da hier gerade nicht direkt einer in der Nähe ist, schauen wir kurz auf die Karte und schauen mal, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, schauen wir mal kurz. Okay, noch 8 Minuten, ne? Kavat, guten Tag. Ich denke mal, die 8 Minuten werde ich hier noch durchziehen, dann werden wir mal sehen, wie viel wir am Schluss rausbekommen. Ah, wo ist er hin? Dahinter. Wie ihr seht, attacken die uns ja auch mal. Manchmal hat man auch Glück, dass die Bomberlisten nicht nach vorne boosten. Aber da muss man immer kurz aufpassen, aus dem Weg gehen und dann kann man in den Operator gehen. Was heißt in den Operator gehen, aber halt aus dem Warframe sozusagen rausgehen. Und dann hoffe ich doch, dass ich auch in Zukunft irgendwann mal genug Standing erfarmt habe, um geile Verstärker bauen zu können. Und dann gegen den Terralisten kämpfen kann, beziehungsweise ja, effektiver kämpfen kann. Der gute Duffy, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, wenn nicht, tut's mir leid, hat mir da schon zweimal geholfen. Der ist mit mir in eine Mission reingegangen, in dem er eben den Terralisten töten muss. Mit zwei anderen, also mit zwei Randoms noch. Und es hat eigentlich sogar ziemlich gut geklappt. Klar, ich habe logischerweise mit meinem Operator nicht viel Schaden gemacht, aber mit der Fulmin ging das eigentlich doch recht gut ab. Habe ich schon gut Schaden gedrückt, die ist ja bei mir recht gut gemoddet. Aber ja, der Operator ist natürlich gerade noch, ja, das schwache Glied hier, das uns noch ein bisschen daran hindert, stark gegen den Terralisten zu sein. Weil ohne starken Operator, beziehungsweise ohne starken Voidstrahl, nützt uns auch die gute Fulmin nichts. Weil wir müssen hier natürlich erstmal durch das Schild durchkommen. Das bekommen wir natürlich nur mit dem Operator. Okay, dann... Aber ja, ihr seht auch schon, dass der Terralist echt immer gut Schaden macht. Also mit einem nicht so tankigen Warframe wäre das wahrscheinlich nicht so einfach. Klar, Chroma wäre, glaube ich, noch ganz gut. Chroma. Rhino natürlich auch. Wobei ich mich da jetzt natürlich auch noch nicht so ganz genau auskenne. Aber ich merke auf jeden Fall hier jetzt schon immer, dass der recht gut Schaden macht. Dass man da echt immer vorsichtig sein muss. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Oh, Hilfe. Oh, shit, gut getroffen. 21 Stück haben wir schon und Iradite, wobei ich da jetzt gerade gar nicht weiß, was wir damit machen. Perfekt. Läuft schon mal gut. Ne, muss ich mal nachschauen. Oder wenn ihr es wisst, könnt ihr es natürlich auch wieder gerne in die Kommentare schreiben. Ihr helft mir ja immer sehr, sehr gut. Was ich wirklich immer sehr zu schätzen weiß. Ja, Double Kill. Unsere Energie vom Operator ist auch nicht so stark, schade. Die muss ich auf jeden Fall auch noch hochleveln mit Fokus.
Oder ja, stärker machen eben. Wer ballert denn hier rum? Ein Kawat muss ich mir irgendwann auch noch züchten. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen in dem Video. Ich weiß leider noch nicht genau, wie es funktioniert. Muss ich mich noch drüber informieren. Weil man muss ja irgendwie genetische Proben, glaube ich, oder wie die auch immer heißen, sammeln, finden. Oder scannen, glaube ich, irgendwie. Okay, und er attackiert wieder. Okay, wir sind nicht mal hinterm Baum safe. Starke Sache. Ich habe gedacht, Bäume sind stark. Aber anscheinend nicht gegen gegen Terroristen. Ja, da ist einer. Mähender Wirbel haben wir bekommen. Perfekt. Habe ich aber schon. Und brauche ich auch nicht so wirklich, glaube ich. Zumindest aktuell nicht. Okay, das hat mir gerade nichts genutzt, dass ich hinterm Baum stand. Wir können mal die Kawats hier töten. Dann bekommen wir mehr Leben. Ah, jetzt ist wieder ein Bomberlist da, dann können wir auch auf den schießen. Können wir mal unser Leben so wieder auffüllen. Solange der uns natürlich nicht mehr Schaden macht, als wir hier auffüllen. Ah, kritisch. Aber wir haben ihn gleich down. Ah, Attacke. Okay, da habe ich nicht getroffen. Perfekt. Okay, bald wieder auf 5000 Leben wenigstens. Okay. Ja, da sollten wir nicht reinkommen. Da müssen wir mal aufpassen. Entferne ich mich vielleicht ein bisschen vom Terroristen. Und der... Ah, okay, nee. Lockt uns nicht weg. Ich wollte gerade schon sagen, sind wir immer noch zu nah dran. Okay, wir sind wieder auf 5000 Leben. Das heißt, wir können den Bomberlist wieder angreifen. Oder mit der Furis greifen wir den logischerweise auch an, aber machen halt nicht so viel Schaden. Die könnte ich logischerweise auch noch ein bisschen hochmotten. Beziehungsweise hochleveln nochmal mit Forma draufklatschen und Orokin-Beschleuniger. Aber ich denke, das werde ich in der nächsten Zeit nicht machen. Wir schießen hier. Ah, da zwei Stück. Und da sind nochmal welche. Ja, das freut mich ja gerade richtig. Perfekt. Hier geht's gerade ab. Okay, er hat mich gekillt. Perfekt. Nummer 1. Wo ist Nummer 2 hin? Ah, da vorne. Ich glaube, wir haben noch... Ich habe gerade nochmal einen gesehen aus dem Augenwinkel raus. Oder? Ah ne, schade. Ah doch. Wie viel haben wir? 36 Stück schon. Und von der Zeit noch 37 Sekunden, dann wird der Terrorlist verschwinden. Wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwie auf dem Weg Richtung Wasser irgendwie machen. Jetzt sind wir jetzt ja auch schon eine Viertelstunde, ja nicht ganz Viertelstunde... Ja, 14, ja knapp 15 Minuten drin. Und bin ich mal gespannt, wie viel Ansehen wir da rausbekommen. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht so nachgeschaut, wie genau. Ich habe nur die Kerne immer eingetauscht. Und so oft habe ich das ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht gemacht. Ich glaube zweimal. Ich glaube 50 bekommen wir pro intakten sentient Kern. Wo sind die hin? Ja, moin, einfach weg.
sentient retreats. Strike now, for in moments the future decides itself. Okay, ich glaube, die sind verschwunden, weil es jetzt Tag wird. Jawohl, okay. Das heißt, die spawnen hier jetzt auch nicht mehr. Der Terrorist läuft noch nach da unten und wir können nicht starten. Perfekt. Weil wir auf der Schräge standen wahrscheinlich. Ja, wir gehen wieder nach Cetus zurück. Da ist Cetus. Fast vorbeigeflogen, perfekt. Und damit hätten wir die Vombalisten-Jagd sozusagen, Sentient-Kernen-Jagd, abgeschlossen. Wenn man das natürlich jetzt eine Stunde lang macht, bekommt man hier um die 100 auf jeden Fall, würde ich mal sagen, raus. Wenn man natürlich auch Glück hat, bei mir sind es recht viele sogar zum Teil gespawnt. Einmal 4 Stück, glaube ich, auf einmal oder so. Und wir müssen hier jetzt natürlich zu den Quills rein. Ich denke, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Wenn nicht, müsst ihr hier in Operate und dann kommt ihr da rein. Und wir tauschen mal die Sentient-Kerne. Hier habe ich auch noch einen makellosen Sentient-Kern. Den habe ich durch die Jagd mit Duffy bekommen. Duffy, wie man auch immer den Namen wieder ausspricht. Ich sage ihn jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich spreche nicht falsch aus. Und dann haben wir natürlich hier den intakten Sentient-Kern. 38 Stück davon. Okay, wir können nur 29 nehmen, weil wir dann voll sind. Okay, perfekt. Wenn wir aber... Ja, lass mich mal schauen. 2900 sind wir voll, okay. Dann lösen wir das mal ein. Damit könnten wir sogar schon aufsteigen, allerdings habe ich jetzt nicht mehr genug. Okay, wir brauchen deshalb noch 11 Stück. Die werde ich natürlich dann ohne Aufnahme sammeln. Und dann sind wir hier bei den Quills sogar schon Beobachter. Ja, ich würde sagen, das war es heute dann aber auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat so ein anderes Video mal gefallen. Bisschen farmen. Klar war es nicht das Spannendste, aber ich hoffe, dass ich vielleicht einigen von euch, die neu mit Warframe angefangen haben, vielleicht sogar noch mich, wobei da wird es wahrscheinlich nicht viele geben, dass die jetzt auch mal das wissen, wie das funktioniert, wie man gut Quill farmen kann, Quill Ansehen farmen kann. Und ja, wenn euch natürlich das Video gefallen hat, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo da lassen würdet und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder eben bei anderen Videos. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.